Wie sagte George Stobart mal, da bin ich wieder. Ja, die Zeit hat es wieder geschlagen, 17 Uhr. Müssen wir schauen, ob es funktioniert. Mein OBS zeigt mir so super tolle Farben hier wieder an. Aber solange es nicht in den roten Bereich geht, scheint es noch okay zu sein. Wenn nicht, werde ich mir das Ganze nochmal anschauen. Und dann spiele ich dem Ganzen ein Schnäppchen und dann werde ich das Ganze nochmal machen. Vielleicht eine Stunde später. Anscheinend muss jetzt um 17 Uhr jeder hier ins Internet und dann wird natürlich die Verbindung hier so dermaßen belastend sein. Oder mit, was weiß ich, jetzt geht es ins Rot. Und anscheinend hat jetzt jeder seine Glotze auf oder sowas und muss da unbedingt immer irgendwie im Internet was tun. Ansonsten werden wir das nächstes Jahr, wenn wir es wieder machen, eine Stunde später setzen. Heute lautet unsere Geschichte das Geschenk. Auch wieder eine etwas längere Geschichte. Ich werde jetzt hier immer ein bisschen warten, bis dieser rote Bereich hier rausgeht. Das wird jetzt mit dem Lesen etwas schwieriger, das immer so hinzubekommen. Aber ich sehe schon, diese Zeit können wir eigentlich vergessen. Entweder nächstes Jahr eine halbe Stunde später oder eine ganze Stunde später machen. Michael will seiner Mutter etwas zu Weihnachten schenken. Etwas Schönes, das ihr wirklich gefällt. Er wird ihr ein Bild malen. Mit Fingerfarben auf einem leuchtgrünenden Karton. Ich schaue dir zu, sagt Gerold zu seinem Bruder. Michael legt den Karton auf den Küchenboden. Er stellt die Farbtiegel in eine Reihe. Er braucht keinen Pinsel zu malen, nur seine 10 Finger. Michael tupft den rechten Zeigefinger in das Rot, den linken Zeigefinger in das Weiß und vermischt die Farben zu einem schönen Babyrosa. Michael tupft das Rosa mitten auf den Karton und verschmiert es zu einem Kreis. Das ist das Gesicht vom Jesuskind. Das Jesuskind liegt auf sehr viel gelbem Stroh in einer braunen Krippe. Rechts steht die Maria. Sie hat ein blaues Kleid an. Blau? Das ist fad, sagt Gerold. Damit das Blau nicht fad ist, verziert es Michael mit gelben und roten Punkten. Links steht der heilige Josef. Michael malt ihn einen Hut mit Federn. Über dem Stall leuchtet der Weihnachtsstern mit vielen Zacken und einem langen Schweif. Schön, sagt Gerold. Michael schnauft vor Anstrengung. Das Haar hängt ihm in die Stirn. Wenn er es zurückstreicht, bleiben auf seiner Stirn rote, blaue, gelbe Streifen. Michael arbeitet mit beiden Händen. Der Esel schaut wirklich einem Esel ähnlich. Den Ochsen erkennt man auch schon. Von rechts kommen die heiligen drei Könige. Von links kommen die Hirten. Sie bringen Geschenke, einen Brotwecken, einen Topf voll Milch. Sehr schön, sagt Gerold. Michael schaut sein Bild an. Da fällt ihm noch etwas ein. Er will auch auf dem Bild sein. Als Hirt, der dem Kind Geschenke bringt. Als Michael Hirt im roten Pullover mit roter Skimütze. Er tupft den Finger in das Rot. Das bist ja du, sagt Gerold. Klar bin das ich, sagt Michael. Und was bringst du? Fragt Gerold. Michael denkt nach. Das muss schon etwas Ordentliches sein, sagt er. Mein neues Klappbett zum Beispiel, damit das Kind nicht im Stroh liegen muss. Und ein Sack voller Kaugummi. Und mein Fahrrad. Gerold staunt. Das würdest du ihm alles geben? Na, hörst du? Sagt Michael. Dem Jesuskind. Alles gebe ich dem. Auch dein neues Sch Polizeiauto? Fragt Gerold. Auch das, sagt Michael. Das ist nicht wahr, sagt Gerold. Das gibst du nie her. Doch, ruft Michael. Gelogen, sagt Gerold. Da springt Michael auf und gibt seinem Bruder eine Ohrfeige.
Eine rot-blau-gelb-grüne Ohrfeige. Gerold haut zurück. Schon rollen sie über den Boden. Micha ist der Stärkere und setzt sich auf seinen Bruder. Gib auf, sagt Michael. Gerold gibt auf. Du, Michael, sagt er, warum schenkst du das Polizeiauto nicht mir? Dir? Fragt Michael. Ich wünsche es mir schon lang, sagt Gerold. Schenkst du es mir? Nein, sagt Michael empört. Wieso? Dem Jesuskind würdest du es doch geben, ruft Gerold. Dem schon, sagt Michael. Aber dir? Du bist ja nur mein Bruder. Aber dem Jesuskind kannst du es ja gar nicht mehr schenken, ruft Gerold. Und mir kannst du es schenken. Michael schaut dem Bruder in sein rot-blau-gelb-grünes Gesicht und muss auf einmal lachen. Du Tupfen-Indianer, sagt er. Nimm dir das blöde Auto und verschwind. Gerold steht ganz still. Du gibst es mir wirklich? Ja, brummt Michael. Besorgt, geborgt oder geschenkt? Geschenkt von mir aus. Und jetzt lass mich in Ruhe, sagt Michael. Ich muss das Bild fertig malen. Gerold stößt den Indianerjubel-Freudenschrei aus und verschwindet. Michael schaut sein Weihnachtsbild an. Er schaut den gemalten Michael an, den Hirten Michael mit rotem Pullover. Der steht noch immer mit leeren Händen vor der Krippe. Ein Klappbett ist schwer zu malen. Ein Fahrrad ist noch schwerer zu malen. Das Polizeiauto ist gar nicht schwer zu malen. Michael tupft den Finger in die Farbe. Gleich ist das Auto fertig. So, sagt er zufrieden. Das ist ein wirklich schönes Geschenk. Lene Meyer-Skumanns. Und auch diese Geschichte hat mir früher immer sehr, sehr gut gefallen. Wie zwei kleine Kinder sich da einfach mal so prügeln und dann einfach mal die verschiedenen Farben im Gesicht haben. Und wenn ihr, das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ihr das dann eben auch als Kind hört, dann kommt man dann schon in Schmunzeln. So wie ich auch. Jetzt hat es zum Glück doch noch gereicht, dass meine Bitrate hoch genug war, um es gut rüberzubringen. Die Zeit ist halt nicht unbedingt vielleicht um 17 Uhr die beste. Müssen wir schauen, ob wir das nächste Mal etwas später vielleicht machen. Ich habe es dieses Jahr einfach mal spontan gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich mache es nebenbei gleich für YouTube mit. Kam mir dieses Jahr so in den Sinn. Und vielleicht gibt es da auch nochmal nächstes Jahr ein Re-Upload, weil dieses Jahr hat es ein bisschen mit diesem Setup noch Probleme gegeben. So manches hört sich eben noch nicht so gut an. Aber das kommt sicherlich mit der Zeit alles. Ja, so diese Geschichte ist leider schon wieder vorbei. So schön sie auch sind, aber man könnte sich hier und da doch wünschen, dass sie etwas länger sind oder noch ein bisschen mehr Inhalt hätten. Oder auch viele Geschichten, wie jetzt vorgestern und die Tage davor. Diese Kurzgeschichten dürften ein kleines bisschen länger sein, weil mir gefallen sie so gut. Ich kann auch das Büchlein nochmal in die Kamera zeigen. Ich glaube, irgendwo auf meinem Twitter-Account habe ich es, glaube ich, sogar schon mal. Es ist schwer zu finden. Aber auch, glaube ich, sehr gut gebraucht ist dieses Buch immer noch was wert. Also es ist auf jeden Fall den Preis wert. Schöne Geschichten. Immer wieder kommt es raus an Weihnachten. Morgen kommt auch eine schöne Geschichte. Die hat mir auch immer sehr gut gefallen. Und zwar heißt die Geschichte, heute verrate ich euch mal die nächste Geschichte. Und zwar ist das Morgen Cornelia und das Rauhermännchen. Um was es da geht, sage ich nicht. Hört selber zu. Auch wieder sehr schön geschrieben. Ich glaube, es haben auch hier mehrere an verschiedene Geschichten immer wieder hier drin gearbeitet. Ja, den hatten wir schon, den Rolf Grenzer müssten wir eigentlich schon kennen. Der hat schon mal eine Geschichte in diesem Büchlein geschrieben und die können es halt. Das sind wirklich tolle Leute früher gewesen. Noch nicht die neue Rechtschreibung, aber dafür umso schöner das Ganze. So, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid.
um die gleiche Uhrzeit, wieder 17 Uhr. Änderungen schreibe ich auf meinen Twitter-Account. Jetzt fängt es wieder ein bisschen an, mit der Farbe hier rumzuspielen. Ja, sollte es dann morgen auch wieder so von den Farben nicht passen, dass es mir das zusammenhaut hier, schreibe ich wieder rein, dass wir es vielleicht eine Stunde später oder 2 Stunden später dann einfach machen. Dann kriegen wir das schon auf jeden Fall hin. Dann noch viel Spaß bei dem, was ihr heute Abend noch machen wollt. Einen schönen Tag morgen. Das kann man ja eh nicht mehr viel machen. Geschäfte sind zu. Oder halt die, was man dringender bräuchte, auch wieder hier und da noch Material oder Arbeitsmaterial eben noch braucht. Kommt man nicht mehr hin, sondern nur ins Einzelhandel und so. Ja, und da kommen wir aber alle durch und irgendwann wird sich das auch geben. Ich bin halt gespannt, wie nächstes Jahr bei mir das mit der Arbeit wieder ausschaut. Ja, aber das wird sich sicherlich auch geben. Da kommt dann auch noch ein informatives Video dazu nächstes Jahr. Schaut mir noch jemand drüber und dann wird das auch auf meinem YouTube-Kanal erscheinen. Gut. Soweit bis dahin. Ist eigentlich alles schon gesagt. Und dann sehen wir uns morgen Abend, 17 Uhr. Sollte es nicht klappen, wie ich es gerade schon gesagt habe, schreibe ich es rechtzeitig noch rein. Aber manchmal kann man es halt nur zu dem Zeitpunkt dann einfach schon mal schauen, weil dann eben die Uhrzeit eben da ist. Und dann zuvor, was bringt mir das, wenn ich um 16 Uhr hier teste und da funktioniert es, um 17 Uhr teste ich oder komme ich wieder und mache einen Teststream und dann funktioniert es nicht, dann haben wir ja alle nichts davon. Gut. Schreibe ich zeitnah rein. Das ist halt immer das Risiko, was man hier eingibt. Aber ich sehe öfter mal hier so einen kleinen Clown, der halt hier immer an den Leitungen, an den Internetleitungen rumspielt. Da vorne einer von der Firma, wo ich gerade auch nicht mehr so überzeugt bin, der halt von dem die Standardleitungen vom Internet und Telefon eben kommen. Und wenn dieser Kasper immer da vorne rumspielt, dann weiß ich schon, die nächsten Tage wird das mit dem Internet wieder nichts werden. Einfach mal die Kabelleitungen jetzt endlich oder die Telefonleitungen jetzt einfach mal in Ruhe lassen und deine Finger aus dem Kasten rauslassen. Was der da immer vorne in diesem Ding herumwühlt und rummacht, einfach mal diese Kästen in Ruhe lassen. Geh doch einfach in andere Straßen, da kannst du was anderes machen, aber lass doch bei mir in meiner Straße hier einfach mal deine Finger aus dem Kasten heraus. Weil dann funktioniert es nämlich immer einige paar Tage nicht. Oder nicht wirklich, bis sich das wieder eingependelt hat. Und ich gehe mit euch zusammen in den wohlverdienten Feierabend und sage bis morgen. Ciao.